Willkommen zu diesem Video. Im letzten Video habe ich dir schon gezeigt, wie ich eine neue Drohne gekauft habe und das Ganze hat mich nur 50 Euro gekostet. Tatsächlich habe ich die alte Drohne für 1,1 verkauft und somit habe ich die neu gekauft und habe jetzt sogar 50 Euro Gewinn gemacht. Und dann habe ich noch gesagt, wenn du mich weiterschaust, dann erzähle ich dir, wie ich mit einer relativ einfachen Idee zusätzlich über 3000 Euro verdienen konnte. Einfach mit dem, was ich liebe, habe ich über 3000 Euro verdient. Und die Idee war ziemlich einfach. Ich habe die alte Drohne gekauft, das ist jetzt die neue. Aber die alte war etwas größer, aber sonst sah die genauso aus. Und meine Frau meinte einfach, ja, so Spaß hat sie gesagt, man kann doch irgendwas abwerfen mit der Drohne. Also fliegen und dabei irgendwas abwerfen. Und dann hat das irgendwie Klick bei mir gemacht und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann man das machen? Also was muss man bauen, damit ich während des Fluges irgendwas abwerfen kann mit der Drohne? So, dann habe ich gegoogelt, ob es da schon was gibt und tatsächlich gab es für die Mavic 1 aus China solche Bauteile. Die kann man hier dann festmachen, dann muss man hier so ein Kabel ziehen bis an die LED und dann musste man auch so Füße anbauen, damit das Ganze höher kommt. Also schon echt kompliziert. Und für die Mavic 2 Pro, die ich hatte, dafür gab es noch gar nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das jetzt bauen, dieses System, Abwurfsystem? Die Idee war ja schon bekannt. Ich wusste ungefähr, wie ich das machen möchte. Ich wollte das aber besser bauen. Ich wollte keine Verlängerung für die Füße. Also ich wollte das so flach wie möglich bauen. Dann wollte ich kein Kabel ziehen und dann stand ich davor, wie kann ich das lösen? Und ich konnte schon löten, ich konnte handwerklich was machen, ich konnte konstruieren, weil ich einen 3D-Drucker habe und da, als ich mir den gekauft habe, habe ich mir beigebracht, wie man konstruiert online. Das ist nicht schwer, vielleicht brauchst du da ein paar Tage Übung, aber dann kann man das. Also es ist wirklich nicht schwer. So, das heißt, ich hatte schon fast alle Bausteine. Ich konnte konstruieren. Ich wusste, wie das mechanisch funktionieren soll. Ich bin handwerklich begabt. Ich konnte löten. Das Einzige, was mir gefehlt hat, die Elektronik. Also davon habe ich nicht so viel Ahnung. Und ich wusste nicht, wie man das Lichtsignal in einen Impuls umwandeln kann, der dann ein Servo aufmacht. Das war für mich so das größte Problem. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und dann bin ich auf ein Arduino Controller, also das ist ein Mikrocontroller, so ein kleiner Chip, den kann man am PC programmieren und da kannst du auch so einen Lichtsensor, so einen Fotosensor einbauen. Das ist übrigens mein Teil, was ich gebaut habe. Das ist komplett 3D gedruckt. Hier ist ein Servo eingebaut, hier ist die ganze Elektronik versteckt. Ja, das ist mein Produkt, was ich selber entwickelt habe, gebaut habe, konstruiert habe. Und dann auch jetzt auch verkaufe. So, das war so meine größte Baustelle. Wie kann ich das elektrisch lösen? Die ganze Elektrik. Ich habe davon keine Ahnung gehabt. So, dann habe ich gegoogelt, wie ich das alles machen kann. Es gibt schon so vorgefertigte Skripte. Oder ich glaube Sketch nennt man das. Bei Arduino. Und dann habe ich das etwas umgebaut, ausprobiert, gegoogelt. Das hat bestimmt 2-3 Tage gedauert, bis ich gecheckt habe, wie das Ganze funktioniert mit dem Programmieren. Dann habe ich mir so ein Teil bestellt, habe mir dann so einen Fotoresistor bestellt, habe mir ein Servo bestellt und dann habe ich angefangen zu basteln. Dann habe ich das alles so provisorisch zusammengelötet irgendwie und dann hat es auf einmal funktioniert. So, ich war mega happy, dass das geklappt hat und dann musste ich das ja, die ganze Konstruktion bauen. Das hat genau die gleiche Form wie die Drohne und hier oben wird das mit einem Gummiband festgemacht. Dann habe ich bestimmt knapp 2 Wochen konstruiert. Also ich bin auch kein Konstrukteur, kein Ingenieur, der das einfach so ein paar Stunden bauen kann. Ich habe das gemacht, aber es hat etwas gedauert. Das macht mir mega viel Spaß. Also was so Technik angeht, Mechanik, das macht mir sehr viel Spaß. Und ich kann da einfach abschalten und machen. Das macht mir Spaß. Deswegen war für mich das keine Arbeit. Ich habe das gerne gemacht. Dann habe ich immer ausprobiert, immer weiter ausgebessert. Das hat hier noch so kleine Aussparungen für diese Knöpfe.
Das passt zwar nicht, weil das jetzt eine kleinere Drohne ist, aber für die andere hat das richtig, richtig gut gepasst. Das wird ungefähr so hier montiert. Hier wird das mit dem Gummiband festgemacht. Und wie ich schon sagte, hier ist ein Lichtsensor und hier ist eine LED. Bei der zweiten Drohne ist es auch so, da waren zwei LEDs. Und wenn man die LED anmacht, per Fernbedienung, dann löst dieses System aus. Dann geht der Haken auf und dann kannst du irgendwas abwerfen. Also insgesamt habe ich knapp 3 Wochen Zeit investiert in dieses Projekt. Ich wollte das Ding selber haben und so als Boni habe ich gedacht, okay, ich stelle das bei eBay online und mal gucken, vielleicht kauft das ja irgendeiner. Man kann das hier anmachen und ich simuliere jetzt die LED der Drohne. Ich hoffe, das kannst du auch sehen. Das heißt, wenn Licht da ist, geht das Ganze auf, Licht aus, das System geht einfach zu. Licht an geht auf, Licht aus geht zu. An sich ganz simpel, aber für mich damals war das von der Elektrik schon sehr, sehr kompliziert und ich wusste nicht, wie man das macht. Jetzt weiß ich das, jetzt ist das ganz einfach. So, auf jeden Fall, ich habe die gebaut. Habe bei Facebook gepostet, habe bei eBay Kleinanzeigen gemacht, bei eBay Werbung geschaltet, also einfach online gestellt, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben mir ein paar geschrieben, ja, ich würde das gerne kaufen, ausprobieren. Den Preis habe ich bei 60 Euro angesetzt, um zu gucken, wie das Ganze läuft, weil ich muss auch das Ganze zusammenlöten. Das dauert so ungefähr 1 Stunde, dann muss ich das programmieren und dann noch die ganze Vorarbeit mit dem Programmieren, Konstruieren und die ganzen Gedanken und so weiter. Ich wollte einfach 60 Euro dafür haben und habe das online gestellt. Die ersten habe ich verkauft und kam sehr, sehr positives Feedback. Die haben geschrieben, ja geil, das funktioniert richtig gut. Ich habe schon, die haben mir Videos zugeschickt, was die alles transportiert haben. Und das war richtig, richtig cool. Einfach, du hast was gebaut und dann kommt ein positives Feedback. Und die Leute sagen, ja, das ist richtig geil, das funktioniert, gefällt mir. Haben mir noch ein paar Tipps gegeben, was ich vielleicht verbessern kann. Dann habe ich das auch gemacht. Und mittlerweile ist es ausgereift. Man braucht keine Füße, man braucht kein Kabel ziehen, weil der Sensor ist hier drin verbaut. Man kann die Batterie tauschen. Ja, also es ist für mich fast perfekt. So, und die Leute haben das auch verstanden, dass das sehr gut funktioniert. Ich habe eine gute Beschreibung geschrieben. Und dann, das war Anfang 2020, und dann kam ja Corona. Und China hat alles dicht gemacht, die haben nicht mehr produziert. Und dann war sozusagen für die Mavic 2 Pro gar nichts mehr. Das war aus China nur für die Mavic 1 und für die Mavic 2 Pro war gar nichts. Und dadurch, dass die Lockdown hatten, haben die auch nichts produziert. Das heißt, ich war sozusagen der Einzige auf dem Markt, der das hatte. Und dann habe ich so viele Bestellungen reinbekommen. Also teilweise habe ich pro Woche so 2-3 Stück verkauft, was ja schon richtig viel ist. Ich habe gedacht, ja, wenn ich so 2-3 verkaufe, dann bin ich schon glücklich. Dann habe ich mein Geld wieder drin. Und dann haben die angefangen zu kaufen. Bei eBay Kleinanzeigen haben die gekauft, wie verrückt. Bei jetzt läuft eBay richtig gut oder es lief richtig gut. Also so von März bis Mai lief das richtig, richtig gut. Und jetzt hat China auch so ein Ding gebaut für deutlich weniger Geld, weil die Chinesen, keine Ahnung, wie die das machen, aber die können ja sehr günstig bauen. Also mittlerweile läuft das nicht mehr so gut oder fast gar nicht, aber zum Beispiel heute habe ich wieder einen verkauft, jetzt habe ich einen zusammengebaut, also ich baue die nur auf Anfrage und dann wird das verschickt und gut, ja. Um das Ganze zusammenzufassen, ich habe jetzt, ich glaube, 73 Stück davon verkauft. Mal 60 Euro kannst du dir selber ausrechnen, was das an Umsatz gemacht hat. Und mit so einem, ja, war jetzt eigentlich nicht schwer, weil ich hatte schon die ganzen Bausteine sozusagen und nur ein Baustein hat mir gefehlt, diese Programmierung. Das habe ich mir angeeignet und habe dann meine Idee einfach verwirklicht und dann kam dieses Produkt raus, das hat einen Mehrwert. Ich war zu dem Zeitpunkt der Einzige auf dem Markt und somit konnte ich über 3000 Euro damit verdienen. Was ich damit sagen möchte, wenn du, also Wissen alleine macht dich nicht reich,
oder bringt kein Geld. Du musst dieses Wissen auch einsetzen können. Und je mehr du weißt, desto mehr Kombination kannst du auch machen. Weil zum Beispiel, ich konnte löten, ja, das bringt mich jetzt nicht weiter. Wie kann ich damit Geld verdienen? Eher weniger. Ich hatte einen 3D-Drucker, mit dem kann man zwar etwas Geld verdienen, aber heutzutage haben schon sehr, sehr viele Menschen einen 3D-Drucker zu Hause und der Markt ist eigentlich auch schon ausgelutscht. Da kannst du nicht viel Geld machen, gerade wenn du so einen Billigdrucker hast wie ich. So, dann bauen konnte ich auch schon immer, aber da kannst du auch nicht so viel Geld verdienen. So, dann habe ich einfach diese Fähigkeiten zusammengepackt und mir hat ein Baustein gefehlt. Das habe ich dann auch erlernt, zusammengepackt und dieses Produkt kam raus. Ich fand dieses Projekt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hatte richtig Spaß und dabei konnte ich noch ziemlich viel Geld verdienen. Weil 3000 Euro für so ein kleines Projekt, ich finde, das ist schon viel Geld. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich wollte oder ich dachte so, ja, ein, zwei Stück verkaufe ich und dann bin ich glücklich. Aber nein, es ist besser gekommen und ich konnte Spaß haben. Also beim Bauen habe ich auf jeden Fall Spaß. Ich kann abschalten, ich kann einfach bauen. Dann verkaufe ich das und das ist ja was Eigenes, was ich erschaffen habe. Die Idee war vielleicht nicht neu, aber das habe ich selber konstruiert, selber gebaut und sogar optimiert. Das ist immer noch besser als das chinesische Ding, weil beim chinesischen Ding musst du hier noch Füße verlängern, dann musst du ein Kabel ziehen und so weiter. Also dieses Ding finde ich besser als das chinesische und die Kunden können mich auch anschreiben, sollte was kaputt gehen, die können mir das zurückschicken, ich kann das reparieren. Das war noch nie passiert, also wirklich, da war jeder glücklich damit und jeder hat ein positives Feedback gegeben. Und was ich dir sagen möchte, probier einfach aus, du sollst keine Angst haben, eigene Fähigkeiten an und irgendwann zahlt sich das auf jeden Fall aus. Also alles, was du kannst, das ist nicht umsonst. Du investierst die Zeit in dich selber und irgendwann zahlt sich das Ganze aus. Probier das aus und habe einfach keine Angst. Wenn du eine Idee hast, dann setz das um und probier das einfach alles ins Leben zu rufen. Wenn dir ein paar Bausteine fehlen, dann kannst du das auch dir aneignen und das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, einfach das zu machen, was du liebst und setz einfach die Sachen um, die du im Kopf hast. Das zahlt sich auf jeden Fall aus und wenn du was lernen musst, dann eigne dir das an und das zahlt sich später aus. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.